Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmaßtraum mit God of War. Wie versprochen geht jetzt die Bootsfahrt zu dem Schiffsfriedhof hier weiter. Ich gehe mir das jetzt mal. Liegt da unten Rodins Farbe? Ne, das ist eine Möwe. Okay. Da will ich jetzt hin, zu diesem Gedöns hier. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Nee, ich verstehe trotzdem nicht, warum du Odin gehen wolltest. Damals war ich noch jung und saß immer da. Die Asengötter waren die mächtigsten Wesen, denen ich je begegnet war. Doch ihnen mangelte es an Strategie, Zielsetzung und weisem Rat. All das konnte ich ihnen bieten. Und so fand ein Fremder von einer Fremdinsel Odins Gehör und sein Vertrauen, das er sonst niemandem schenkt. Und solch eine Macht, das muss man suchen, Kleiner, hat ihren Reiz. Unter der Oberfläche. Mhm. Junge, hier. Hey, noch eine Schatzkarte. Toll, wie komme ich da durch? Also von hier aus gerade gar nichts. Nichts möglich. Das ist absolute Sackgasse für mich an der Stelle hier. Es muss ja einen Weg geben. Es muss einen geben, klar. Ami muss mir ja da hinkommen. Oh, meine. Du warst Odins treuster Berater geworden. Ah, verdammt. Ja. Ich habe nie vorgegeben, perfekt zu sein. Nur schlau. Und oftmals eher neunmalig. Warum ist Odin so wütend auf dich geworden? Tja, lange Zeit war es meine Aufgabe, Odin zu unterstützen. Und darin war ich verdammt nochmal gut. Doch langsam erwachte mein Mitleid mit den Menschen und der Welt. Und ich versuchte, ihn zu bremsen. Ihn vor sich selbst zu schützen. Indem ich dem Frieden diente, diente ich auch seinen Interessen. Doch er empfand das als Untreue. Ab da misstraute er meinen Beweggründen, wollte jedoch nicht auf meinen Verstand und Rat verzichten und so band er mich an einen Baum und quälte mich als Zeitvertreib. Tja, ein Glück, dass wir dir den Kopf abhackten. Mist, wie komme ich denn da hin? Ich war da schon mal, das sieht man ja eindeutig, aber... Ja, so ein Glück für mich. Jetzt hätte ich da hinten ja keinen Kampf aktiviert, wenn ich da noch nie gewesen wäre. Da oben fliegt noch so ein Rabe. Aber wie kommt man denn erneut dahin, wenn das Wasser gesunken ist? Das gibt's doch nicht. Da muss es einem. Ich fürchte, da komme ich nicht ran. Schon hohen. Na, ich habe was kaputt gemacht, aber war nicht das Richtige. Was kann ich nur tun, um dahin zu kommen? Hexenhöhle, Untergeschoss und dann... vielleicht von oben her, so von der Ecke. Wildwaldgrenze, ne, das wird es eher nicht sein. Ah, da hinten ist sogar noch eine verborgene Kammer.
Flusslande. Ja, da ist noch ein Dock, aber das ist da oben das. Oh, hi, Dicker. Machst du mir die Felsen da kaputt? Ah, was mache ich denn da? Put. Put. Seltener Zauber. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wirklich nicht. Schade, ich wollte mir das jetzt gerne angucken, aber wenn ich hier am Rätselraten bin, wie ich da überhaupt hinkommen soll, ist ja mal sau ärgerlich. Richtig, richtig nervig. Naja, gut. Leider klappt das nicht so wie geplant. Da ist noch ein Tau wenigstens. In mir. Da war ein Schrein mit einer Riesen drauf. Mit vielen Büchern und Visionen. Ah, Grub, Güter des Wissens. Stärke. Sie war eine begnadete Zauberin, die in allen Welten jedes Buch über geheimes Wissen sammelte, in der Hoffnung, ihre seherischen Kräfte zu stärken. War ich da eben oben? Nee, das ist... Und ihren verschollenen Gemahl Aurmandil wiederzufinden. Doch ihre Visionen zeigten ihr nicht ihren Gemahl. Denn Grub, die länger und weiter in die Zukunft sah als jeder vor oder nach ihr, erblickte Ragnarök. Das Ende und den Anfang. Als Odin von ihrer großen Prophezeiung erfuhr, machte er sich daran, ihr Wissen für sich selbst zu erlangen. Odin hatte Groas Dienste schon oft in Anspruch genommen und empfing ihn wie einen Freund in ihrer Bibliothek. Sie ahnte nicht, dass Odin selbst hinter dem Verschwinden ihres Gemahls steckte. Und mit seinen eigenen Zaubern vor ihr geheim hielt, dass Thor ihn getötet hatte. Es ist doch alles meh. Wir machen später weiter. Nee, machen nicht später weiter. Dann lass es da. Ist das jetzt der Weg zur Hexe oder? Was ist der andere Weg? Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Hexenhöhle. Okay. Odin schmiedete Pläne, um Groas Vision von Ragnarök zu beanspruchen. Lächeln packte der neidische Odin sie am Hals und raubte ihr mit eigenen Händen nicht nur ihr Wissen,
sondern nahm ihr auch das Leben. Ich wusste ja, dass Odin böse ist. Aber das ist einfach... Skrupellos, barbarisch, herzlos. So ist Odin. Wir könnten noch lange hier sitzen und schweigend darüber nachsinnen, zu welchen Gräueltaten Odin fähig ist. Und so... Denk weiter nach. Lundsruher Lucht. Okay, dann rudern wir mal hier rein. Ich dachte nämlich zuerst, dass hier wäre der Weg zur Hexenhöhle. Deshalb bin ich nicht direkt hier reingeredet. Aber vielleicht komme ich auf diesem Weg zum Ort meiner Begierde. Sieht zumindest mal ganz gut aus. Hier überall Schiffswracks rumliegen. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach in der Mitte die Brücke drehen muss, ne? Das kann natürlich auch funktionieren. Durchaus. Ah. An dieser Stelle anlegen? Ja, wo dann sonst? Sonst ist hier ja nichts mehr außer einer Sackgasse. So, gucken wir mal Sinn. Auf der ganz anderen Seite, aber schauen wir mal. Geheimbereich entdeckt. Lundsur Minen. Mhm. Das sieht nicht so gut aus. Minen sind, glaube ich, falsch. Gehe ich tiefer rein, ne? Ja. Jetzt bin ich bei Deus Ex Malachit. Ja, komm, dann machen wir halt das. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Sandvari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völlendyrminen, um seinen Fehler zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Andvari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Du erzählst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Andvari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastel ich etwas echt Nettes für euch. Hey, hey, vergesst euren Zugangsstein nicht. Gut. Dann machen wir halt jetzt das. Wenn wir schon mal hier sind. Andvari findet es nicht gut, dass wir seine Sachen nehmen. Das ist mir egal. Das werde ich ihm nicht sagen. Das ist ihm auch egal. Oh, Kreaturen. Feinde davor! Das waren alle. Ja. Wir haben uns nicht mal ansatzweise berührt eigentlich.
dass der Zwerg zu seinen Leuten gehörte. Dass er wegen seiner Fehler gestorben ist. Ach, Mist. Er klingt traurig. Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da was runterfällt. Wie nicht. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Er warnt uns nicht, darunter zu gehen. Hör auf den Ring zu hören, Junge. Ihm ist nicht zu trauen. Noch nicht vorbei, leider. Ich hasse diese Viecher. Ja, die hasse ich wirklich. Das sind so Gegner. Die kann ich einfach nicht leiden. Schweigen, Junge. Ich weiß nicht wie. Und schön abgegrast. Hier, Junge. Ja. Noch eine Karte, super. Knie vor Tor. So, kann man wieder runterfahren? Haben wir hier alles? Da, der hat sich hinter mich teleportiert einfach. Gibt's ja gar nicht. Da bin ich gekommen. Moment, wo muss ich denn weiter? Ah, hier. Da. Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf. Was, ein Sprenger? Man kann ja von hier oben ja eigentlich nichts anrichten, oder? Wir können ja von hier oben nichts machen.
gleich von hier oben. Na super, jetzt bin ich ja nicht echt runtergegangen. Ich habe so eine gute Position gehabt. Falle ich echt da runter. Ich hatte so eine gute Ausgangsposition da oben. Hätte ich einfach nur behacken müssen. Was meinst du mit, ist es eure Schuld? Ach, der lebt gar nicht. Junge, ignoriere ihn. Ich kann ihn irgendwie nur schwer ignorieren. Der bewegt sich gar nicht. Der Herr. Ne, aus dem Winkel kriege ich das nicht auf. Ah, ich liebe es. Genial. Ich dachte, man könnte mal was runterfallen lassen. Kiste. Ich weiß. Trau keinem sprechenden Reden. Nein, sollte man nicht machen. Mistfischer. Hammers. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich die Fische hasse?
Epischer Talisman. Gierschutz. Aha. Super. Die kann man eher weniger kaputt machen. Junge. Vater, hör bitte zu. Anvaris Leute haben etwas Übles gemacht. Er ist froh, dass du sein Labor zerstört hast. Und bereut, dass er uns betrügen wollte. Sein Hammer ist hinter diesem Tor. Mhm. Irgendwie zweifle ich dran. Junge, hierher. Jawohl. Gut, das kommt ins Tagebuch. Den Hammer. Das ist ein guter Hammer. Anbari sagt vielen Dank. Okay. Können wir ihn behalten? Wir werden mit dem Blauen sprechen. Hm? Mistviecher. Da habe ich jetzt aber ein paar Kisten, glaube ich, übersehen. Zum Beispiel die da vorne, ne? Wie soll ich denn da hin? Ah, rüberklettern einfach. So geht's natürlich auch. Ärgert mich wieder, dass ich so eine Truhe nicht bekommen habe, wie ich es wollte. Ich bin sicher, das wird mir nachher für die Statistik zum Verhängnis, die hier abzusuchen. Ich glaube nämlich, ich habe eine Kiste hier in dem Bereich übersehen. Aber ich bin auch nicht sicher, ob die Kisten da überhaupt in die Statistik reinfallen. Naja, ich geh's noch einmal kurz abgucken, also absuchen. Ich gehe den Weg noch einmal ab. Gucken, ob ich was finde. Ich glaube, ich habe nämlich definitiv was übersehen. Noch nicht mehr genau wo. Atreus, komm her. Ah ja, mit den drei Schlingpflanzen da hinten rechts, ne? Und der ist ja auch noch da am Boden zerstört. Aha. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Legendärer Zauber. Du hast keinen Bock zu kämpfen, ne? Naja, ich kann es nicht übel nehmen.
Gut, dann haben wir die Kiste doch noch aufgemacht bekommen, die ich beinahe übersehen hätte. Aber ich weiß nicht, ob die in die Statistik da mit einfließen. Ich habe noch nie drauf geachtet. Obwohl, da müssten es sehr viele sein. Da gibt es ja hunderte von, ne? Ah. Ja, wo konnte man hier rennen? Ja, dann bringen wir ihm mal das Hämmerchen, ne? Habe ich ja, glaube ich, fast alle Quests erledigt. Höchstens noch ein oder zwei. Also von den Schmieden jetzt. Ja. Habt ihr zwar den Hammer gefunden? Oder wart ihr zu beschäftigt, ach, damit jedes Schlüsselloch zu plündern? Schlüsselloch. Ja, der Hammer des Alchemisten. Sein Geist ist eine Nervensäge. Ha! Advari war immer schon ein Arschloch. Aber ein verflucht guter Alchemist. Ich bin mir und ich schmelze ihn ein. Was? Du willst deinen Freund einschmelzen? Ich brauche eine gefangene Seele, um eurer Belohnung etwas mehr Wumms zu verleihen. Wollt ihr sie nicht? Vater, das können wir nicht tun. Hier, nimm du ihn. Er ist bestimmt nützlich. Versprochen. Na schön. Solange er seinen Wert unter Beweis stellt. Sehr hohe Bonusaktivierungschance auf einen Gesundheitsschub. So Weichei, was? Das wächst hier schon noch raus. Hast du noch was für mich? Ich habe ein neues Projekt. Trefft uns beim Tempel, wenn euch danach ist. Okay. Beim Tempel. Welchen Tempel? Meint er den? Muss ja so sein, oder? Brocks Laden, ne? Habe ich meine Rundreise überhaupt schon beendet? Bläh. War hier? Ja. Wollen die Minen? Ich müsste meine Reise eigentlich. Sicher bin ich nicht. Ne? Ich kann doch nicht dahin. Ich muss meine Rundreise noch beenden. Ich glaube, ich bin aber nicht fertig. Ich weiß, ich wollte eigentlich zu den abgefragten Schiffen und so. Und, ich denke, da komme ich aber nur über den Mittelweg dran. Wird wohl leider so sein. Muss Brooks Laden noch ein bisschen warten. So, im nächsten Part geht die Reise weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut.